Da steht sogar ein Blinder, das ist Blindschleichenwerbung. Oh, hat deine hier da. Alter, das Schlimme ist, du wirst jetzt wahrscheinlich. Da muss ich ja gleich wieder. Oh. Da muss ich ja gleich wieder. Oh, er hat ja richtig Vertrauen in mich. Ich kann dich auch aufmuntern, wenn du willst. Welches Programm willst du haben? Das Aufmuntern-Programm? Nein, ich will das Realismus-Programm. Das Realismus-Programm ist das Demütigungs-Programm. Ja, ich weiß. Aber die volle Ladung, also. Das ist ja das Witzige. Das ist keine Chance. Ich mir deine Stats von eben an so ansehe, was du denn so geschafft hast. Dein Siege-Tode-Verhältnis in diesem Kampf, das ist echt schlecht. Das ist richtig schlecht. Das Siege-Tode-Verhältnis ist gleich von uns beiden. Alter, 256. Das ist ja echt mies. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Ich auch nicht. Ich werfe ja einfach nur Begriffe in den Raum. Alter, 20 Estus. Hättest du nicht mit mehr reingehen können? So schaffst du das nie. Guck, okay, lass es einfach, lass es einfach. Realismus ist gar nicht mal so geil gerade. Versuchen wir doch mal unrealistisch zu sein. Bleib einfach ganz normal bei Tipps und Tricks. Tipps und Tricks. Was hast du denn gerade gemacht, was es dir wirklich verfasst, den Kampf zu gewinnen? Ausweichen. Bis zu einem gewissen Punkt nicht zu greedy sein. Das heißt nicht, man kann schon zweimal schlagen, wenn er da seine Hand macht. Man muss bloß gut timen und abhauen. Halt. Hast du nicht. Danke, dass du mich nochmal darauf hinweist. Du willst ja das Realismusprogramm haben, ja? Alter, guck dir dieses lange Feuerschwert an. Unser Feuerschwert ist nicht mal halb so lang. Ich würde mir mal Gedanken drüber machen. An einer Stelle. Du bist immerhin gerade derjenige, der das Feuerschwert schwingt. Also ich möchte ja meinen, wenn ich mit dem spiele, ist es ein paar Zentimeter länger. Boah, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Wir versteifen uns hier wieder. War der mit Absicht? Das war mit Absicht, wir versteifen uns hier wieder in Diskussion. Ja, klingt eben steif, deswegen. Ja, man hätte auch verschweifen sagen können. War ähnlich gewesen. Nee, versteifen war schon lustiger. War schon lustiger. Wirklich. Tja. Aber merkst du, du hast bei einem wirklich richtig guten Jedi-Meister gelernt. So wie du kämpfst. Tja, denk dran, du hast noch 17 Estus für uns. Ist gut. Damit kannst du quasi. Das ist quasi die Welt. Hier könntest du auch rangehen und ihn schlagen. Ja, wollte ich jetzt nicht. Du wolltest ja Tipps haben. Ja. Hier gehe ich aber dann schon zu einmal. Genau. Nicht zu greedy sein, sonst ist die Telefonrechnung wieder zu hoch. Lässt dich aber erwischen. Ja, wir wollten ja kein Realitätsprogramm. Ist okay. Es ist verlockend, ja. Aua. Jetzt wird's. Es ist verlockend. Jetzt ist es ekelhaft. Hast du einen richtigen Moment ab und dann Schluck. Sponsert bei Pepsi da. Pepsi. Der wird heute Nacht nicht schlafen können. Mhm. Deswegen springt er auch so rum. Du bist bei der Hälfte ungefähr. Mhm. Mann, so weit warst du noch nie. Cool. Tatsächlich richtig. Hast echt bei einem sehr guten Meister gelernt. Ich lerne aus deinen Fehlern. Oh. Und eine schlechte Persönlichkeit hat er auch noch. Wow. Das ist richtig schlecht, ne? Da zähle ich schon deine guten Seiten auf, ja. Ja, mein gut. Nicht zu greedy sein. Denk an deine Ballons. Was für Ballons? Deine Ballons. Ich konnte nicht trinken, das ist nicht deine Wahrheit, ne? Welche Wahrheit? 7 Lügen, eine Wahrheit, ja? Ist das ein Film? Das ist ein Format auf YouTube. Von wem? Ein YouTube-Format. Wir wollen doch ja keine Fremdwerbung machen. Haben wir doch schon, für Snickers. Die geben uns aber kein Geld. Snickers geben uns auch kein Geld. Ja, die, damit meinte ich die. Aber die YouTuber oder was? Alle. Alle YouTuber geben uns Geld, wenn wir ihren Namen erwähnen. Geben kein Geld. Ach man. Du weißt, dass ich einen Bosskampf mache. Na und? Ja, versuch mich mit dem Kissen zu schlagen. Ich hab dir vorhin erzählt, unter welchen Umständen ich Dark Souls auf New Game Plus und so durchspielen musste. Guantanamo. Guantanamo Bay. Ja,
hat Michael Bay auch gekauft. Ich wollte gerade sagen, ja, Michael Bay kommt aus der wohlhabenden Familie Guantanamo Bay. Das ist sein Vater. Das ist sein Vater, Guantanamo ist sein Vater. Früher war das ein Zirkus. Kinderheim oder so. Oh nee, man macht keine Witze über Guantanamo Bay. Zumindest nicht so viele. Ja. Alter. Siehst du auch dieses... dieses Licht? Ich sterbe. Du bist ungefähr da, wo ich war, oder? Noch nicht ganz. Ein Löffel? Fuck! Mit da, wo ich war, meinte ich nicht, dass du dann auch sterben sollst. Ja, ja, das ist mir bewusst. Ey! Ich kann da nicht hinsehen. Scheiße. Okay, ich hab wieder fast full life. Was macht er denn da? Ich muss mal zum Klo, ja. Regeneriert er sich erstmal voll. Alter, wie viele Estes du noch hast. Das ist echt krass. Du sollst sie jetzt nicht alle verschwenden. Du musst ein bisschen weiter unten stehen. Alter. Alter, du hast auf jeden Fall nicht mehr gekonnt als ich, aber du bist überhaupt erstmal da hingekommen. Das ist für deine Verhältnisse gut. Er wurde halt auf einmal aggressiver. Warum trägst du ein Kissen auf deinem Kopf? Doggelbecher. Doggelbecher. Man sagte mir, ich kopiere niemanden. Und da hat er ein Kissen auf dem Kopf. Ja. Immer noch. Damit man mich ernst nimmt. Ja, so ist richtig. Alter. Dir fehlt eine Webcam, eindeutig. Okay. Ja, aber dann könnten wir das nur noch auf YouPorn laden, was hier entsteht. Es ist ja so, als ob wir hier nackt sitzen würden. Naja, wir sollten uns nicht so sehr versteifen in diese Thematik. Hast du wieder steif gesagt? Hab ich. Aber mein Hals tut gerade hardcore weh. Ich hätte mich vielleicht nicht so schütteln sollen gerade. Ja. Das war ein bisschen der Exorzismus der Emily Rose. Bisschen, Rose. Ein bisschen, oder? Ein bisschen. Hast du zufälligerweise Emily Rose gespielt? Jetzt rein zufällig. Ja, war die 12? Alter, deine Haare, was hast du damit gemacht? Nein! Scheiße, du hast einen Homeward Bone ausgewählt. Ja, ich habe außerdem den Homeward Bone gerade beim Ausrasten ausgewählt. Das ist richtig. Aber die sind noch 1000 Kilometer hinter dir, keine Angst. Erstaunlich, dass die so weit weg sind. Du solltest ein Kissen aufsetzen und das verändert deine Frisur ins Positive. Solange deine Performance jetzt so bleibt wie eben, ist alles okay. Kann für dich garantieren. Das ist wohl wahr. Ich hab Kissen auf. Ich bin ein anderer Mensch. Das Headset erhöht die Stabilität des Kissens, finde ich gut. Das ist ja schon fast Cheaten, was du da machst. Bisschen, ja. Wir kommen also nicht ins Guinness Buch der Rekorde. Schade. Okay, müsst wieder weg. Die ganze Mannschaft von Guinness World Records. Mega Publikum. Alle weg. Ganzes Orchester. Wo ist die Musik hin? So ein Sack. Der wird da eben. Das sind halt echt diese Steine, die uns in den Arsch. Wir haben uns hier diese Ecke ausgesucht. Ja. Wir werden es auch in diese Ecke werfen. Das Schwert ist länger oder? Scheiße. Ich setze das Kissen ab, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Junge. Es hat irgendwie kein Glück gebracht. Deine Hand. Was hast du getan? Gar nichts. Willst du jetzt wieder deinen arischen Seitenschalter hier hinrichten? Hast du was gegen Seitenschalter? Nur gegen arische. Die sind oldschool. Die sind oldschool. Ja, Tipps. Man stirbt übrigens, wenn man da runterfällt. Oh. Ich wollte es mal ausprobieren. Was guckst du?
jetzt noch so? Wegen Tipps? Hier schreibt einer, er hat bei seinem ersten Kill von Gwyn das komplette Black Knight Set plus 5, Black Knight Shield, Black Knight Hellebard plus 5 und den Ring of Favor and Protection and Dark gehabt. Machen wir das? Das können wir aber nicht tragen. Das ist so lang. Ja, aber wir haben wahrscheinlich das Kram, oder? Ja, teilweise. Was hat er gesagt? Black Knight, ne? Ja, Black Knight. Mhm. Ich kann ja mal kurz alles anlegen. So, wahrscheinlich in dem ist er hier drin. Nein, nicht mal schnell. Ich bin dafür, dass wir in unserem Nassguten Rund bleiben. Mhm. Es ist aber auch ein scheiß Boss, ey. Aber er ist machbar. Also hier steht, auswendig lernen, was er macht. Mhm. Und hier steht auch, nach allem, was wir bis dahin so geschafft haben, wird uns Gwyn nicht aufhalten. Tja. Hast du das jetzt gesagt oder stand das da? Stand da, tatsächlich so. Hättest du gesagt, dann hätte ich jetzt mehr Mut geschöpft als... Und das vorgelesen hättest. Danke. Das Internet sagt uns das. Ist das nicht auch gut? Nein, das Internet gibt es in 2 Jahren nicht mehr. Wegen des Atomkriegs. Hast du recht. Ich arbeite ja bei der NSA. Da weiß ich, dass in 2 Jahren der Atomkrieg kommt. So, erzähl mir mehr über diesen legendären Atomkrieg. Wie wird das so sein? Lustig. Mhm. Alle lachen. Alle freuen sich. Alle sind glücklich. Weil die Bunker werden überfüllt sein. Hm. Außer die Regierungsbunker, die nicht. Die werden leer sein, was? Mhm. Die Regierungsbunker, die sind nicht leer, die sind halt komfortabel. Damit auch jeder seinen Platz hat. Mut und Kraft. Mut und Kraft. Wenn es einen gibt, der das hier schafft, dann ich. Ich glaube fest an mich. Egal, ob Gefahren kommen und gehen, wir werden diesen Kampf bis zum Ende ansehen. Halt die Schnauze. Ich wollte dich doch nur aufmuntern. Habe ich nicht gemerkt. Naja, das nächste Mal brauchen wir Luftgitarren. Ja. Egal, ob Gwyn auch mit 1000 Angriffen dich angreift. Hörst du bitte auf zu singen? Jetzt mal ohne Witz. Ja, das ist voll schlecht, ich weiß. Ich singe auch nicht, wenn du spielst. Oder? Aber du könntest, theoretisch. Nur dein eigenes Talent hält dich davon ab. Nein, meine Rücksicht gegenüber anderen Menschen. Dass du nicht an irgendwelchen Krebsarten sterben, die es dazu nicht gab. Wäre aber interessant, die mal zu entdecken. Gut, das ist auch eine Sichtweise. Das ist ein Bullshit dabei rum, ey. Science, ja. It's science, bitch. Wenn eigentlich bewusst ist, was er dort tut. Oder es bringt vielleicht einfach nur eine Hülle. Vielleicht. Ich glaube, da ist nicht mehr viel Gutes drin. Ich wollte lesen. Ich bin gestorben. Hm. Unglaublich, da kann man ja nicht mal recherchieren. Was hast denn du jetzt auch großartig recherchiert? Hä? Was hast denn du jetzt noch herausgefunden? Eigentlich nichts. Nichts, was wir nicht schon wüssten. Hm. Der Prismastein. Featuring Prism. Hm. Kennst du Prism is a Dancer? Nein. Musst du dir mal angucken. Was ist denn das? Was von Jan Böhmermann. Was
Achso. Was ist denn das? Kennst du nicht Riven is a Dancer? Das Lied? Das ja, Lied. Doch. Das Lied. Kennst du das? Und da gibt's halt ein Cover. Prism is a Dancer. Kennst du Prism nicht? Weißt nicht, was Prism ist? Das Spionagesystem der NSA. Achso, ja doch, Prism. Ja, da gibt's halt ein Lied. Prism is a Dancer. Okay. Das nächste Mal erkläre ich dir, wie die Welt entstand oder so. Aber wie hieß das nochmal? Ur... Nicht Code. Urknall. Nicht der ja. Urknall. Ich meine, da gab es mal so eine Fernsehserie, da wurde das wirklich öfter erklärt. Ach ja, hier mit dem Leben, bla bla bla. Genau. Die hatten so ein komisches Intro, also ein cooles komisches Intro. Hm. Wo das aber irgendwann ganz komisch wurde mit dem Gesang. Der Refrain. Oh. Wie interessant das Leben, Leben, interessant das Leben. Weißt du, so ungefähr ging ja, das. Ja, ja. Wenn du das sagst. Das war voll komisch. Haben wir sogar mal in der Schule geguckt. Als wir noch kleine Buben und Bübinnen waren. Bübinnen. Bubinnen. Ja, Bubinnen. Buben und Jungfrauen, ja. Mm. Wann war das? Fünf? Und wieder an unseren Lieblingssteller mieten. Ich hab extra mein ernstes Gesicht ausgepackt. Das war auf? Grimm fühlt sich eingeschüchtert. Du bist echt schlecht geworden. Ja, genauso wie du. Ich bin auch nicht viel weitergekommen. Doch, ich bin weitergekommen. Eben bei dem Kampf schon. Ein ganz kleines bisschen. Ein ganz großes bisschen. Ganz kleines bisschen. Jetzt schmälere ich hier nicht meinen Erfolg. Doch, um ganz viel. Ganz viel. Kannst du dir was drunter vorstellen, oder? Nee. Ach, Mann. Was? Eine interessante Geschichte, die uns vielleicht bei Dark Souls weiterhilft. Dann liest sie doch mal vor. Ich weiß nicht, ich muss das noch abchecken, weißt du? Ach, du musst das vorlesen und gucken. Vielleicht sind ja nicht Doomfall-Parts enthalten. Mhm. Das kann ich verstehen. Hm. Tja. Also man kann ihn ja angeblich auch parieren. Ja, reposten, ja. Soll wohl auch ganz gut sein. Ja, funktioniert aber halt nicht so geil. Für uns zumindest. Ich glaube, Leute, die das üben, ziemlich lange, die schaffen das auch. Ja. Sonst halt ja vor allem auswendig lernen. Steht hier. Du darfst noch. Ich weiß. Es ärgert mich schon fast gar nicht mehr, dass ich da runterfalle. Hm. Bühne ist ein Arsch. Steht hier übrigens auch. Hast du jetzt eigentlich eine Geschichte gefunden oder Tipps und Tricks? Tipps und Tricks. Okay. Ich glaube, du hast irgendeine Hintergrundgeschichte, die uns helfen könnte. Hm. Wo drin steht, dass irgendein Gegenstand besonders effektiv ist. Ist echt hilfreich. Ja, das wäre echt cool. Hm. Vielleicht hätten wir doch einen Magisch. Easy Mode. Aua, das tat weh. Steht da jetzt noch irgendwas Praktisches? Nicht viel.
Ausweichen ist halt manchmal ganz gut, wenn er da seine Vierer-Kombi macht. Ja, das haben wir mittlerweile selbst ausgefunden.